Jo, hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge. Und zwar spielen wir heute Flash Games auf der Website flashgames.de, weil ich dachte, ja, wenn das Ganze in Minecraft bei meinen Aufnahmen überlegt, probiere ich mal, wie das Ganze in Flash Games ist. Und ich werde jetzt mal einfach eine Kategorie spielen. Ich weiß nicht, was mich gerade so interessiert. Dann machen wir mal Sport. Ich mag Sport gerne, darf es aber nicht machen. So. Dum, 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 dum. So, dann gehen wir mal auf Seite 4, wenn wir gerade auf Seite 4 Lust haben und spielen Left or Right? Left or Right. Ja, Left or Right. Ah, alles klar. Du glaubst, links und rechts gut auseinanderhalten zu können, dann beweise es doch einfach in dem ungewöhnlichen Denkspiel. Left or Right. Du musst immer erkennen, ob es sich in den vorliegenden Fotos um eine linke oder rechte Hand handelt. Da wirst du schnell merken, dass dein Kopf beim Nachdenken rauchen wird. Ist auch nicht so viel, beziehungsweise gar nicht, deshalb glaube ich eher weniger. Glaubst du es richtig erkannt zu haben, musst du die dementsprechende Pfeiltaste drücken. Kannst du es auf einzelnen Fotos ohne einen einzigen Fehler erraten? Du auf Englisch, can you tell left from right, try out and see how fast you are. Ach nee, nicht interessant. So, dann würde ich mal sagen, wir machen das hier etwas größer, damit ihr das Spiel besser seht. So, und dann sage ich mal Start. Dümmt. Oh Gott. Das ist beim... Das Left. Left. Right. Scheiße. Nein! Trying to kill two birds with one stone. Alles klar. Try again. Links. Rechts. Rechts. Links. Links. Rechts. Links. Ich probiere es gerade die ganze Zeit mit mir hat. Ja. Nee, andersrum rechts. Nein! Hä? Das ist jetzt links. Rechts. Nein, Mann! Ich mach jetzt einfach random. Links. Wenn ich die Hand so hinhalte, ist es bei mir links. Wenn ich die Hand so hinhalte, den Daumen da durchstecke, ist es bei mir, hä? Links. Das ist auch links. Das ist, rechts. Nee. Links. Man muss seine eigenen Hände mal erkennen. Rechts. Rechts. Scheiße. Wie hält er die Hand? Nee. Es müsste links sein. Links. Rechts. Ja! Geschafft! Zum allerersten Mal. Das war toll. Humba, humba, humba. Ich guck mal kurz, wie lange die Aufnahme jetzt schon läuft. Die läuft schon 6 Minuten. Und dann würde ich sagen, war das jetzt das erste Spiel und wir sehen uns wieder. So, willkommen zum zurück zu einem weiteren Spiel. Das Ganze nennt sich 3D Cross Buggy. Und ich lese mal kurz vor, worum es hier geht. Start das ultimative 3D-Cross-Rennen. Lass deine Gegner in einer Stoppwolke hinter dir und rausche als erster durch hier. Bleib in der Spur und nutze die Beschleunigungspfeile. Gestaltet wird im Online-Game 3D-Cross-Buggy mit den Pfeiltasten. Das die Erklärung brauche ich, glaube ich, nicht vorlesen. Dann machen wir mal wieder hier auf 185%. Ah. Ui, was für ein Ton. Nee. So. Wir wollen ein Playgame machen. Loading. La. Oh, süße Männchen hier. Achso, ihr seht die Mauszeige, ihr seht die Maus. Ja, ich muss kurz gucken. So. Ui, ist die Musik laut. Ich mache mal kurz das ganze Ding hier leiser. Und steuere ich das in der Aufnahme auch mal leiser. Damit man mich wieder hört. So. Wir machen Carrier. Ne, wir machen ein Single Rise im... Wir fangen erstmal mit Easy an. Und zwar mit Easy 1. Escape, ja, bei uns gibt's nur Gas. Start. Wumm. Komm. Ich will fahren. 3, 2, 1, go. Bei mir gibt's keine Bremsen, aber irgendwie bin ich total langsam. Also im Gegensatz zu den anderen. Vielleicht, au. Oh, diese Beschleunigungsweile. Da zieh ich vorbei an dem ersten.
Nein, da sind Tintenflecke. Oder Ölspur. Irgend sowas halt. Da sind schon in der zweiten Position. Driften wir hier um die Kurve und sind an ihm vorbei. Neo. Alles klar, so. Uah. Nein, scheiße. Aber man kann anscheinend durch die Büsche durchfahren. Ja. Wir sind weiter vorne. Wir sind weiter vorne. Wir sind auf Platz 1. Doof ist, man sieht gar nicht die Strecke. Ah. Autsch, autsch. Nein. Pass auf, wo du lang fährst, Laminator. Neo, oh shit. Hier, so, zack, 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 zack. Driven wir um die Kurve rum und. Düpp, 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 düpp. Diese Musik ist so extrem laut, aber wir werden es schaffen. Autocross. Ich probiere einfach gleich die anderen Spielmodi, also die anderen Schwierigkeitsgrade auch mal durch. Weil ich denke, ich bin so der Pro. Ich schaff's auch so. Ich bin so der Pro und muss nach dem Rennen aufs Klo. Nein, was ein schlechter Joke, aber egal. Oh, ist die Musik laut, die springt mir selbst die Ohren hier so halb weg. Ich hab's ja bei euch leiser gestellt. Oh, scheiße, oh, scheiße. Mein Riffle, ich drück einfach die ganze Zeit nur das Gaspedal. Bremse gibt's nicht, wer bremst, verliert. Na, seht ihr, ich drifte hier um die Kurven rum, wie der Pro. Ich spiele das zum allerersten Mal, aber ich feiere diese komischen Minigames, weil ich habe die früher immer als ich kleiner war auch immer gespielt und wollte ich jetzt mal wieder probieren und euch mal zeigen, wie ich mich dabei anstelle. Weil diese ganzen Mini-Renn-Games, die habe ich nämlich. Oh, scheiße. Durch den Tintenfleck gefahren. Hey, wie komisch war denn dieser Booster da gerade? Und da sehe ich, glaube ich, schon das Ziel. Da sehe ich schon das Ziel. Sehe ich schon das Ziel und. Oh, es gibt mehr Runden. Das wusste ich gar nicht. Hier anscheinend der Cross-Buggy. Höchstgeschwindigkeit. Aber wir spielen ja im Modus Easy und scheinbar sind die Gegner wirklich zu easy vor uns, für uns, dachte ich. Als ob, der ist, kann doch nicht an uns vorbeigezogen sein. Der fährt da volle Kanne durch diese Schmutzflecken. Du kommst nicht an mir vorbei, Junge. Ich bin schneller als du. Ey. Ey, ich gewinne das Rennen hier. Wir hatten noch eine Abmachung. Nein. Wir hatten noch eine Abmachung. Ich bin schneller als du, haben wir gesagt. Da bin ich wieder an ihm vorbeigezogen. Da wurde es gerade nochmal. Ich weiß gar nicht, wie weit diese Strecke jetzt hier war. Und wie spannend es war. So, aber zack, 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 boom. Und den Speedfire hier mal mitnehmen. Und. Ah, scheiße. Anscheinend drivet man hier durch Bäume und sowas alles einfach durch. Ich weiß nicht, wie viele Runden man 148 km/h wieder Höchstgeschwindigkeit erreicht. Aber jetzt hier zack, 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 durch Ziel. Das Rennen damit beendet. Final Lap, letzte Runde. In Runde 3 hoffentlich holt er uns diesmal nicht ein. Der darf nicht an uns vorbeifahren. Hallo? Junge, hast du nicht zu. Oh! Ziehen die zu zweit an uns vorbei. Ich glaube, das Video geht dann. Ja, auch schon so 10 Minuten. Ich könnte jetzt theoretisch in die Aufnahme gucken, aber macht sich natürlich ziemlich unnötig, wenn ich hier, wenn es hier gerade spannend wird. Ey! Junge! Ich werde erster, hatten wir gesagt. Hat der auch vorher Geld gegeben. Wie gesagt, ich höre auf, falls ich übersteuere am Ende. Muss ich gucken. Das Problem ist einfach, diese Musik ist so fucking abnormal laut. So. Die Kurve nehmen, die Kurve, die Kurve, die Kurve. Ja, hier. Wer bremst, verliert. Wer bremst, verliert. 100, 149 km/h hoffentlich. Jetzt keiner von denen an uns vorbei. Und da haben wir das Rennen gewonnen. Eigentlich, dachte ich. Ja. You win. Dann bedanke ich mich damit, glaube ich, fürs Zusehen, weil die Aufgabe geht jetzt. 8 Minuten kommen. Main Menu. Carrier. Tiny Trial Single Race. Carrier. Nee. Komm, das lasse ich mal sein. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder und ich mal. Nee. Damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich habe gerade nicht bedacht, dass ich schon eine zweite Aufnahme hatte. Aber damit bedanke ich mich fürs Zusehen und sage blubbe.